Ich habe nicht gewagt, Sie zu erbrechen, mein Führer. Herr Doktor, steht ja drin, drauf. Das ist kein unbefugter Extra. Streng geheim, Eigentum des Führers immer unter Verschluss zu halten, etc. Bohrmann. Das ist ja jetzt wohl irgendwie verjährt. Ich meine, für uns gilt das ja jetzt wohl nicht mehr. Geben Sie mir mal die Schere da drüben, komm. Ah ja, das ist ja natürlich altdeutsch geschrieben. Ja, so hat der Führer geschrieben. Ja. Ja, erstaunlich gut erhalten. Schöne, alte deutsche Schrift. Schade, dass ich das jetzt nicht lesen kann. Ich habe mal, ist natürlich auch schon lange her, damals bei der AJ, ich meine, viel geschrieben und gelesen haben wir da zwar nicht, aber wenn Sie wollen, kann ich es ja mal probieren. Also hier ist das erste Mal 24.02.1940. Das ist also der 24. Februar. 40? Ja, ja. Und dann? Aha. Die Untermenschen. Nee, Übermenschen. Ah ja. Die übermenschlichen AA. Das ist ja wohl ein A. Anstrengung soll das wohl heißen. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verhuren. Verhuren? Verursachen. Verursachen. Mir blö. Blä. Blähung im Damen. Blähung im Darmbereich. Blähungen im Darmbereich, das ist ja toll, das ist ja ganz persönlich und intim, was er da... Lesen Sie weiter, Willi. Blähungen im Darmbereich und Eversack. Eversack? Wer ist Eversack? Eversack ist aber mundgerecht. Eversack ist aber mundgerecht. Was soll das heißen? Das ist vielleicht eine Anspielung auf jemanden, der mondgerecht heißt. Das klingt ja auch wie ein jüdischer Familienname. Und der Eversack ist in Wirklichkeit der Haber mondgerecht. Aber vielleicht heißt er doch gar nicht mondgerecht. Vielleicht heißt das Mordechai. Oder schau doch mal nach. Verstehst du, was das wirklich heißt? Ich glaube, Mundgeruch heißt das. Mundgeruch? Naja, was ich sage. Der Eversack ist Jude und heißt in Wirklichkeit Mundgeruch. Und für mich ist das so zu verstehen, dass der Hitler dem Eversack darauf gekommen ist, nicht wahr? Verstehst du, Hermann? Moment. Ich hab's gleich. Bitte. Jetzt weiß ich, was es heißt. Das ist ja ungeheuer. Das ist ja von einer solchen menschlichen Größe, von einer so schonungslosen Wahrhaftigkeit. Jetzt sagen Sie schon, wie heißt es denn? Es heißt, die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja sensationell. Adolf Hitler privat. Ein Mensch wie du und ich. Das ist ja eine Weltsensation, meine Herren.